Ja, guten Morgen, liebe User. Ich bin Sebastian von Santa Cruz. Ich begrüße euch hier aus dem wunderschönen, sonnigen Kloppenburg auf dem Gelände von Derby Cycles. Wir haben hier dieses wunderbare, ranzige Karussell aufgebaut, wo unsere wunderbaren Fahrräder drin hängen. Und ich werde euch einfach mal so ein bisschen noch mal durchs Programm führen. Wir starten jetzt mal den Rundgang. Komm mal raus hier. Geht einfach mal hier rüber. Wir haben das Ganze ein bisschen nach Federwegen aufgebaut. Wir fangen an mit dem Stigmata. Stigmata ist unser Gravel-Bike, wie es neu modern heißt. Es ist ein Crossrad. Es ist, was es Stigmata sehr spaßig macht, ist, dass es von der Geometriedaten dann doch eher ein bisschen Mountainbike-lastig ist. Das heißt, im Vergleich zu anderen Crossern ein etwas flacherer Lenkwinkel. Und es ist halt mega stabil. Du hast wie bei jedem Santa Cruz keine Einschränkung, was den Einsatzbereich betrifft. Und kannst da dann halt auch mal, also immer, das Rad limitiert nicht deine Kreativität bei der Auswahl der Strecken. Kannst du alles mitfahren. Dahinter das Blur, unser Marathon und Race Hardtail. Sicherlich noch ein paar Räder, die noch mal die paar Gramm leichter sind, so wie es da jetzt hängt, als 8,8 Kilogramm. Aber mit den drei Flaschenhalteroptionen und auch hier keine Limitierung, was den Einsatzbereich betrifft, was Fahrergewicht betrifft, kann das Rad halt auch richtig hart rangenommen werden, was in der Klasse dann schon ein Alleinstellungsmerkmal ist. Hier steht unser Chameleon, unser Aluminium Hardtail. Chameleon ist das einzige Bike in der Santa Cruz Range, was ausschließlich in Aluminium zu haben ist. Was das Chameleon interessant macht, ist die Variabilität im Aufbau. Hier seht ihr die 29er Version mit den 29er Ausfallenden. Es gibt Ausfallenden für 27 plus und es gibt auch ein reines Single Speed Ausfallende mit einer Kettenlängenverstellung, quasi mit der Kettenspanner. So kann das Rad auch als Fixie oder als Single-Speeder aufgebaut werden. Danach kommen eigentlich nur noch Fullies bei uns im Programm. Unser kurzhubigstes Fully ist das Blur, 100 mm, sehr antriebsstark, sehr antrittsstark. Aber, und das kam auch während des Launch, während der ersten Artikel, hat man es schon gelesen, auch ein Rad, was auf dem Trail wirklich was kann, was sehr spaßig ist, was jeden Trail aufgrund seiner Agilität wirklich zum Spaß werden lässt. Und darauf haben wir so ein bisschen reagiert und haben das Blur TR quasi noch ins Programm genommen. TR heißt in diesem Fall, es ist kein eigenes Modell, es ist quasi eine Ausstattungsvariante. Merkbar ist die Vario-Stütze, etwas griffigere Reifen mit ein bisschen mehr Pannenschutz und etwas mehr Federweg an der Front. Wir haben jetzt hier 110 mm und damit wird das Rad gerade auf flachen Trails eine absolute Rakete. Ist ein wirklich sehr, sehr spaßiges Rad, was unheimlich gut beschleunigt, sehr gut abzieht. Also da kann man wirklich Spaß mit haben, auch wenn diese 100 mm vielleicht erstmal für den einen oder anderen so ein bisschen zur Vorsicht mahnen. Das kleine Ding hier steckt einiges weg. Knapp darüber angesiedelt fangen wir eigentlich an mit unseren Trailbikes. Ich sag mal, jedes Santa Cruz ist irgendwie doch mehr Trailbike, als es die Papierform erstmal zeigt. Tallboy mit 110 mm klingt wirklich nach wenig, ist ein Short Travel Trailbike, mein persönlicher absoluter Favorit im Programm. Wenn man so ein bisschen nicht weiß, wo man fährt, wie man fährt, wann man fährt, eigentlich das Rad, was überall perfekt funktioniert. Hier ist das Santa Cruz Hightower, 130 mm 29er, das ist wirklich das Rad, was immer und für jeden überall funktioniert. Das ist so wie eierlegende Wollmilchsau. Mit dem Rad ist man eigentlich immer perfekt aufgestellt. Was neu ist für 2019, Modelljahr 2019, das Rad hat nach wie vor den Flipchip für die Geometrieverstellung, aber es ist nicht mehr die Plattform für die Plus-Varianten. Die Plus-Varianten basieren jetzt auf anderen Modellen. Den Grund dafür zeige ich euch ein bisschen später. Rad wird immer als 29er ausgeliefert, aber wenn ihr dieses Rad mit Plus fahren möchtet, nach wie vor, die Geometrieverstellung ist nach wie vor natürlich vorhanden.
ihr könnt das Rad dadurch variieren, Tretlagerhöhe und die Lenk- und Sitzwinkel. Der große Bruder vom Hightower LT, das ist, sag mal, das Rad, was in der EWS, in der Enduro World Series gefahren wird von unserem Rennteam. 150 mm 29er, wem das Nomad zu Freeriding ist, der ist mit diesem Rad hervorragend bedient, macht wirklich auch immer noch irre viel Spaß, weil es doch relativ viel Pop hat, aber ist schon das Einsatzgerät für den etwas ambitionierteren, versierteren Racer sicherlich. Wir haben vor nicht allzu langer Zeit das 5010 neu präsentiert. 5010 ist nach wie vor ein 27,5er Fahrrad und hier seht ihr jetzt auch den Grund und die Spec anhand eines Giulianas. Giuliana Furtado ist baugleich mit dem 5010. Hier seht ihr, das Rad hat einen Flipchip bekommen und hier seht ihr auch direkt die Spezifikation mit den Reserve, mit den 37er Reserve Felgen und der Plus-Bereifung. Plus ist bei uns nicht mehr 2,8, sondern 2,6er Bereifung in Kombination mit 37er Felgen, 37er Innenweite. Hat aus unserer Sicht einfach den Vorteil, dass die Räder agiler sind, dynamischer sind und aggressiver gefahren werden können. Man hat natürlich auch noch die Traktionsvorteile der Plus-Bereifung. Unserer Meinung ist es so, dass 2,6 so das Beste aus beiden Welten zusammenbringt. Und aufgrund des etwas kleineren Bauraums war es jetzt halt möglich, die neuen 27,5er Modelle als Basis herzunehmen, was dann natürlich die Räder auch agiler macht, weil man nicht diesen Radstand vom 29er hat. Schön an der neuen Generation 5010 ist vor allem die Zugverlegung. Wir haben jetzt hier einen symmetrischen Hinterbau. Die Züge laufen aus dem Hauptrahmen direkt in den Hinterbau. Man hat keine Scheuerstellen. Selbiges gilt für den Steuersatzbereich. Züge laufen sauber raus, keine Scheuerstellen. Das Rad ist unfassbar leise, was auch aus dem neuen Kettenschutz resultiert, der hier hochgezogen ist, hier nochmal verschraubt ist, sich auch in der Druckstrebe befindet. Also das Rad ist, wenn es ordentlich aufgebaut ist und ordentlich eingestellt ist, hört ihr nichts außer die Rollgeräusche und eure Juhu-Schreie. Der kleine Bruder vom Nomad, so wie jetzt oft genannt, ist Bronson. Auch gerade ganz frisch auf den Markt gekommen, auch beim Bronson. Sieht jetzt ein bisschen schlecht, aber auch das Bronson hat einen Flipchip und ist in beiden Varianten erhältlich. Einmal in der normalen Version, so wie es hier steht, oder in der Plus-Version, so wie es hier steht. Das neue Bronson hier in der 27,5er Version, da in der Plus-Version. Welche Variante ihr nehmt, ist so ein bisschen von eurem Geschmack abhängig, wie ihr das Fahrrad fahren möchtet, was ihr von dem Fahrrad erwartet. Ich denke, für den Fahrer, der ein bisschen technischer, aber jetzt mal rein von der Geschwindigkeit etwas langsamer unterwegs ist, mag die Plus-Variante wirklich eine tolle Alternative sein. Der Racer wird wahrscheinlich nach wie vor zu der klassischen Variante greifen. Hier seht ihr noch die Damenversion des Bronsons, das Giuliana Rubio. Was die Giuliana-Räder immer noch so ein bisschen raushebt, mal abgesehen von dem anderen Design und dem neuen Design und der anderen Farbe, ist, dass die Räder einen anderen Dämpfertune haben. Das heißt, auch Mädels, die etwas kleiner und leichter sind, haben hier ein Fahrrad, was dann auch wieder aus dem Federweg rauskommt. Das sind so die kleinen Details, die beim Giuliana anders sind. Das sind im Wesentlichen die Kontaktstellen, Lenker, Griffe, Sättel, Kurbeln und dann halt das andere Dämpfer-Setup, was dann speziell bei leichteren Fahrern große Vorteile bringt. Giulianas Träger ist die Nomad, ist das weibliche Nomad sozusagen, der weibliche Nomade. Geht eigentlich unverändert ins neue Modelljahr. Was ihr seht, und das habe ich bislang nicht erwähnt, wir haben wieder gemixt. Es gab mal eine Zeit, wo wir bei Santa Cruz immer Dämpfer und Gabeln waren oft unterschiedlich in den Rädern. Jetzt letztes Jahr war es dann immer gleich. Das heißt, wenn wir einen RockShox Dämpfer hatten, hatten wir auch eine RockShox Gabel drin oder mit Fox Analog. Im Endeffekt ist es jetzt so, ihr seht es hier, habt es aber auch beim Bronson gesehen, dass die Setups wieder unterschiedlich sein können. Das hat ganz einfach den Grund,
Die Produktmanager fahren die Sachen bei uns sehr, sehr lange, bevor sie ihren Rad spezifizieren. Und sie haben einfach festgestellt, dass bei den Fahrrädern mit dem Lower Link die RockShox-Dämpfer besser funktionieren. Bei denen mit der oberen Anlenkung, also 5010, Hightower, Tallboy, Blur, funktioniert der Fox-Dämpfer besser. Und deswegen variieren wir hier bei den Dämpfern, dass der Dämpfer, der besser charakteristisch zum Rad passt, auch in dem Rad dann drin ist. Ob es ein Rad ist, was unangelenkt ist, so wie hier das Giuliana, oder die obere Anlenkung, wie wir sie 5x5010 gesehen haben, liegt ganz einfach an der Charakteristik des Rades. Wird das Rad eher im höheren Federweg eingesetzt, sprich größere Schläge, härtere Schläge, bietet sich dieses Setup an, mit dem unten liegenden Dämpfer, für Räder, die ein bisschen mehr auf Antriebs- oder auf Antriebsneutralität ausgelegt sind, bietet sich immer die Lage oben etwas besser an, rein aus Sicht der Kinematik. Ja, ich glaube, das berühmteste Rad im Santa Cruz Programm das Nomad. Das Nomad ist nach wie vor das Rad, was unfassbare Reserven hat. Man muss wirklich schon sehr, sehr ambitioniert und aggressiv oder sehr untalentiert sein, um das Rad wirklich aus der Reserve zu locken. Hier in der Kombination mit dem Stahlfederdämpfer auch ein Rad, was sich auf kleineren, auf Local Downhill-Strecken oder in kleineren Bikeparks hervorragend anbietet, was wahnsinnig gut funktioniert. In der Variante mit dem Luftdämpfer dann spart man sich natürlich so das ein oder andere Grämmchen, und da ist dann immer wieder erstaunlich, wie gut sich mittlerweile so ein Schiff mit 170 mm hochpedalieren lässt, wie gut es klettert, aber auch lange Anstiege lassen sich damit wirklich ohne Probleme meistern. Und gut, ich sag mal, gebaut ist es für die Abfahrt, da kommt dann das ganz breite Grinsen. Ja, ich möchte mich bei euch verabschieden aus Kloppenburg, von unserem Santa Cruz Karussell. Wir haben noch ein paar Termine dieses Jahr, wir sind auch auf einigen Festivals unterwegs. Kommt uns besuchen, fahrt die Räder, trinkt ein Bier mit uns, wir freuen uns auf euch. Ciao!